Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Technik mit mir, dem Jona. Und ich weiß ja, in letzter Zeit sind die Folgen ein bisschen unregelmäßig gekommen. Das liegt aber daran, weil meine Schwester ja mal wieder hier im Hause ist. Und das bedeutet, dass hier komischerweise wegen irgendwas laggt. Weiß ja nicht, irgendwas. Egal. Was soll ich sagen? Genau, das laggt, weil meine Schwester ist da, die hat jetzt immer Praktikum gemacht und so. Und jetzt ist sie halt mal, ja, Urlaub, weil wir haben jetzt ja bald Weihnachten und so. Versteht ihr? Und ja, da kommt sie halt auch mal wieder nach Hause. So. Wenn ihr euch wundert, was machst du denn da? Ja, ich mache ein bisschen Charcoal. Und zwar für unsere schöne Eisenbahn, weil ich glaube, hier hatten wir die ja noch nicht ganz fertiggestellt, also sprich noch nicht überall Schienen gemacht, obwohl wir jetzt schon wieder 32 haben. Solange es da die Holzkohle herstellt, gucke ich mal hier lang, was hier so abgeht. Ne? Wie gesagt, weil meine Schwester eben da ist, kann ich manchmal abends nichts hochladen, weil die geht natürlich nach mir ins Bett. Und wenn ich was hochlade, ist das Internet langsam und dann beschwert sie sich und dann ist das nicht gut. Also, wie gesagt, muss ich da halt, ja, da hinten hört die Strecke schon auf, im Moment ein bisschen pokern, sagen wir es mal so. Aber die 32 werden auf keinen Fall reichen. Zuerst war ich ein bisschen verzweifelt, es hatte ja jemand gesagt in die Kommentare, dass schon Minecraft Technik für die Version 1.4.5 draußen ist. Das stimmt auch, also das heißt, muss man manuell einstellen. Wir sind aber immer noch auf der 1.2.5. Ich habe die 1.4.5 ausprobiert, habe es dann aber nicht hinbekommen, Forestry zu installieren. Und ohne Forestry hätten wir das Let's Play nicht weitermachen können. Und ich habe geguckt und habe im Moment noch keine Lösung gefunden, wie ich Forestry installieren kann für die neue Version. Deswegen habe ich Alt wieder drauf gehabt und habe da Forestry dann nochmal drauf installiert. Und das Gute ist, wir können jetzt hier bei diesen Items die Crafting Rezepte angucken. Ja. Also alle Crafting Rezepte, also auch die, ja, Fermenter oder so heißt das Teil hier. Kann man alles angucken. Wunderschön. Ja. Das noch so kurz gesagt. Okay. Wie sieht es hier aus? Da sieht es nicht so super aus. Okay. Wie macht man nämlich nochmal diese Teile? Ach genau, Stahl. Da habe ich ja Stahl gebraucht. Und genau das ist auch der Grund, wieso ich hier gerade schön Holzkohle mache. Weil ich nämlich, weil mir hat auch einer in die Kommentare geschrieben, hey, Pure Light, den Stahlproduktionsapparatur-Dingens kann man auch mit Holzkohle betreiben. Kam leider ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Also, ja. Gucke ich jetzt nochmal, dass ich hier ein bisschen... Ah, doch, von dem Zeug habe ich ja noch genug. Okay. Ach stimmt, ich kann ja mit R auch mein Inventar aufräumen lassen. Und wie mache ich jetzt hier normale High-Speed-Tracks? Stone Rail Belt. Und dafür brauche ich ja Rebar und so Teile. Das Glas brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, also kann ich das mal hier ein bisschen tauschen. So. Ach, da haben wir auch noch Rail Belts. Das ist ja... Da brauchen wir das ja auch nicht mehr. Ach, verdammt. So, dann gehe ich zwar kurz pennen. Und warte, dass das ganze Stahl mal produziert ist. Stahl. So. Ich habe ja auch jetzt ein bisschen sehr viele Spiele, die ich zurzeit spiele, also Computerspiele. Denn ich zocke im Moment immer mal wieder. Need to see Most Wanted Multiplayer. Ach, hier ist kein Eisen mehr drin. Ja, Need for Speed Most Wanted Multiplayer. Und zwar mit dem Johannes und dem Sebastian. Da kommen dann wahrscheinlich auch noch mal ein paar Videos. Aber im Moment muss ich ja eben gucken, weil meine Schwester da ist. Und ich zocke zur Zeit, habe ich angefangen, League of Legends zu spielen. Das spiele ich zwar nicht so oft, aber macht trotzdem eigentlich schon ganz schön Laune. Dann zocke ich noch auf einem Minecraft-Server von ein paar Kumpels. Da spielen zu sechs drauf. Was mache ich denn noch? Ja, genau, Minecraft Technik.
Und Black Ops spiele ich auch noch, also haha. Ich bin hier ein bisschen ausgebucht, könnte man ja schon fast sagen. So. Und das war jetzt so. Hier kann ich das also überall zwei hin machen. So, und dann warte ich noch, noch mal 16 Stück und dann müsste das eigentlich schon reichen von den Schienen her. Genau, von den Schienen her. Zack, zack und nochmal pennen. Der Mod ist einfach nur genial. Und ich bin auch ein bisschen erkältet, deswegen ja, kann sein, dass ich mich ein bisschen anders anhöre. Oder mich echt öfters räuspern muss. So, Schwierigkeitsgrad ist auf easy, also alles easy. Und 12, das heißt, hätten wir von Anfang an mit der Charcoal gearbeitet, dann hätten wir ja schon längst fertig gehabt. Also ich mache einfach ein bisschen mehr, als ich überhaupt brauche, und dann passt die Sache schon. So. Gut. Und dann kann ich das auch mal einpacken. Dann verlegen wir jetzt die letzten Schienen und machen uns schon mal ein Minecart und testen dann voller Vorfreude die erste Strecke. Spielzeug her. Dark Matter. Ach stimmt, das ging ja aus. Selbst mit Spitzhacke noch langsam. Da brauche ich ja die Brechstange. Um hohe Gewalt anzuwenden, braucht man eine Brechstange. So mache ich mir gleich mal hier zwei. Ah, puh. Und seit der neuen Minecraft-Version gibt es ja jetzt auch schon diese neuen Bosse, also diese Wizards. Wizards habe ich noch nie umgebracht. Und ich muss sagen, ich habe den Ender Dragon auch noch nie so umgebracht, ohne halt jetzt so zu cheaten oder so. Keine Ahnung, komme ich eigentlich nie dazu. Aber jetzt gerade auf dem Minecraft-Server bin ich gerade dabei, mit der Kuppel ein bisschen anfangen, Tränke zu machen und so. Und ich baue mir gerade so einen Bibliotheksturm. Ja, eigentlich ziemlich cool. Immer mal, manchmal hat man keinen Bock auf Minecraft und irgendwann sagt man sich, hey, richtig Bock mal wieder normal Minecraft zu zocken und so. Ja. Das fällt mir wirklich auf. Wenn ich cheate, dann, keine Ahnung, kann ich 2 Tage lang spielen, dann habe ich keinen Bock mehr, weil ich alles schon habe, was ich überhaupt brauche. Und dann wird es langweilig. So ähnlich ist es ja hier jetzt auch, dass ich schon ziemlich schnell die ganzen Standard-Items bekomme. Aber so Sachen wie jetzt hier die Schienen oder sowas, da, ja, geht ja doch ein bisschen länger. Oder bei anderen Sachen. Deswegen macht das hier einfach Spaß. Minecraft Tacket ist einfach nur cool. So, zum Glück habe ich... Oha. Wenn das jetzt nicht reicht... Das könnte echt extrem eng werden. Ach, wieso denn? Egal, dann probiere ich jetzt hier mal das Minecart aus. Zisch. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber mir kommt es jetzt nicht so schnell vor. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Was ist denn jetzt hier passiert? Hä? Kann sein, dass die Detector Rails... Moment. Oh, Scheiße. Wieso hat mir das niemand gesagt, dass es nicht funktioniert? Wieso funktioniert es denn nicht? Was? Wieso funktioniert... Wieso kann ich denn da keine Detector Rail dahin bauen? Das ist jetzt aber ein bisschen ungünstig. Ach. Ja. Ja, dann kann ich das ja eigentlich... Okay, wir sagen einfach, wir haben einen schönen Tunnel gebaut. Ja. Gut, dann doch nichts mit Schienen hier. Gut, dann haben wir einfach nur einen Tunnel.
ohne Sinn gebaut. Weil sonderlich schnell ist die Schiene ja jetzt auch nicht. Naja. Zeitverschwendung. Egal. Aber ich weiß schon, was ich jetzt mache. Wie heißt das Teil? Alloy. Was ist das denn für ein Teil? Ja, ich werde mir ein Alloy-Furnace bauen. Um ein bisschen so ein besonderes Zeug zu machen, weil ich werde mir eine Cobblestone-Farm machen, die dann Diamanten produziert. Schein alle, mach doch einfach mit Industrial Craft so ein Teil. Das geht doch viel schneller, wenn du dann so eine Blaze Powder Farm machst. Da sag ich, ja, natürlich. Aber ich will ja nicht gleich dann schon alles erreicht haben, weißt du? Dann, wenn ich da so eine Cobblestone Farm noch reinbaue, dann sieht man auch noch, was man so mit Tackit machen kann. Ja, wie gesagt. So, und das Teil hier lass ich jetzt einfach mal so stehen. So, ich brauche jetzt trotzdem noch Bricks. Aber Bricks müsste ich eigentlich schon haben. Ja. 64, und das heißt hier. So, drei, wie viel brauche ich denn davon? Acht. Acht Stück. Ganze acht Stück. So. Acht. Perfekt. So, und was kann man denn mit dieser wunderschönen Alloy-Furnace machen? Das kann man sich jetzt hier mal anschauen. Jetzt kann ich erstmal hinstellen. Und dann kann man hier... So, wie geht es jetzt nochmal? Moment mal kurz. Da hatte ich selber ein Tutorial mal gemacht zu einer Cobblestone-Farm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das genau funktioniert mit dem Zeug machen. Egal, dann werde ich mich da erkundigen. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss.